Hier. Siehst du? Also nochmal. Popo nach hinten. Hände hier. Arbeiten hier. Okay. Öffnen, raus. Weg. Bewegen. Nicht. Entschuldigung. Halte. Nicht so bleiben. Hier rein. Hier bewegen. Hier raus. Okay. Jetzt mit unten durch. Genau dasselbe. Halten. Hier rein lösen. Unten durch. Ready. Bereit. Rücken. Er hat mich gefragt, hinten oder vorne? Gehe ich hier raus oder gehe ich hier raus? Wir sind gemacht, also wir sind alles Vorwärtsgänger. Es geht beides, aber von der Seite vorwärts. Halt mich von der Seite. Hier, vorwärts. Vorwärts raus. Vorwärts raus. Ist gut? Gut. Du kriegst die Hände nicht hoch, aber du kriegst sie immer hier hinten rein. Ich habe jetzt das T-Shirt gehalten, weil das andere wäre unangenehm. Für ihn. Okay? Der Griff löst sich sicher und jetzt gleiche wie vorher. Wir drehen den Arm und gehen nach unten. Ich gehe nach hinten. Das, was wir vorher schon gemacht haben, wir kommen in der Position. Halt mich schnell. Für die, die es noch nicht mehr wissen, die Bewegung, was wir gemacht haben. Hier. Wenn die Hände doppelt gehalten werden, dass du hier so drehst. Und wenn du hier gehalten wirst, Umklammerung, hier ist klar, sage ich aber trotzdem gern, weil das ist super. Halte. Hier drehen. Hier. Hinten. Nach hinten raus. Oder normal in die Mitte, wenn es jetzt schon schön ist. Kannst du so und dann wieder die Hände hochnehmen. Und bewegen, nicht stehen bleiben. Ja? Also wenn er dich hält und hochhebt, bist du ja in der Luft, musst du mit den Beinen arbeiten, ja, ist klar. Aber zum Runterzukommen, nochmal festhalten, fest, nicht so machen. Hast du gesehen, ich habe nur mit den Armen gearbeitet. Jetzt habe ich so fast blöd. Geht auch. Jetzt nochmal. Also, du musst hochheben, du musst mit den Beinen Anlauf holen und dann nach unten rutschen. Und dann hier, aber volle Pulle. Dann hast du die Luft und nicht hier bleiben, dass er wieder zumacht, sondern rausgehen. Weil sonst macht er zu, der Anaconda. Ja. Okay? Also vorsichtig zu sein. Alles klar. Jetzt nochmal. Von vorne greifen, aber die Hände sind oben. Super für mich. Kannst du hier arbeiten, ja. Von der Seite arbeiten. Die Hände sind super frei. Kann hier arbeiten, kann hier einen Daumen nehmen, kann Finger nehmen, kann hier schlagen, kann unten arbeiten. Oben ist gut. Ja? Haben wir gestern noch bei Andi gemacht. Magst du erinnern? André, Entschuldigung. Von hinten. Die Hände sind frei. Super. Ich habe halt sehr gerne einen kleinen Finger hier. Entschuldigung. Kannst einfach Stopp rufen. Ja, Stopp. Beim letzten Mal habe ich... Ja, okay, noch jetzt so. wenn die Finger nicht kriegst, du bist ja frei. Unten ist frei, oben ist frei, bewegen. Wichtig ist es, den Griff zu lösen. Weil du kannst nicht mehr eskrimen, also du kannst nicht mehr unten reingehen. Also hier unten, hier drücken, hier und so. Entschuldigung. Alles gut. Alles klar? Arbeite heute oder in Zukunft... Immer so. Entschuldigung. Weil, wenn du so arbeitest, wirst du ihn verletzen. 100% gegen eines. Papp und, oh, Entschuldigung. Aber so, es macht einfach so und es ist nicht schlimm. Ja? Also aus Reflex immer die flache Hand. Mann, Frau, egal. Aber einfach so ganz schwach, du hast nicht so viel Kraft. Dann muss es gehen mit mehr Bewegung. Mit weniger Kraft. Halt mich mal. So fest wie ich kann? Ja, einfach halten. Wenn du es schaffst, mit Kraft, das war Kraft, rauszukommen, ist das nicht gut? Nochmal, festhalten, du bist ein Bär. Wow, ich hab's geschafft, das ist schlecht. Das, ja, ich bin jetzt schon müde, gell? Ich könnte jetzt nicht weitermachen. Hast du's? Eine Sekunde, ich habe keine Zeit und keine Kraft gebraucht.
Nur ganz schnell mich bewegt, am richtigen Ort gehalten und am richtigen Ort gezogen. Ohne Kicken, ohne Schlagen. Probier mal, deinen Körper so zu bewegen, dass du hier bist. Ist angenehm für dich zu halten? Nein. Würdest du umgreifen? Nein. Nicht? Wie ist das für dich? Wie ist es für dich? Etwas unbequem. Und jetzt? Genau, das ist die zuerst weggehen. Siehst du? Halten. Ich möchte, dass ihr mehr spürt und weniger mit Kraft mit dem Muskel arbeitet. Halte seinen Arm. Dann so, so. Also völlig locker. Jetzt dreh dich mal raus. Ohne Kraft. Das ist eine Endlos-Story. Hast du gesehen, bis wir da hinten sind? Das ist so schlecht. Nein, nicht der! Oh je, meine. Also, auf jeden Fall bewegen. Jetzt habe ich den schon hier. Bewegen. Die Arme sind jetzt schon frei. Arbeiten mit den Beinen. Habt ihr gesehen den Link zum Vorher-Training? Die da waren, die wir nicht da waren, egal, ist einfach mit den Beinen zu arbeiten. Die Übung ist entspannt, locker. Wir laufen durch und jemand greift dich. Du befreist dich, jemand packt dich. Du befreist dich, jemand würgt dich. Du befreist dich, jemand schlägt dich oder packt dich. Du befreist dich, blockst, befreist dich, löst dich, lack, hier die Hände, oben, kicken. Hast du gesehen? Und weg. Okay? Egal was passiert, du machst das Beste daraus, okay?